Hey Leute, Geonox hier, willkommen zu einem neuen Airsoft-Video. Wir sind hier im NOX-Studio und ich zeige euch heute die BTG Kompakt Sniper. Vorab wie immer mein Wort zu Sniper im Allgemeinen. Ihr habt noch keine Airsoft, holt euch nicht als erstes eine Sniper. Punkt. Ich sage euch auch warum. Begrenzte Magazinkapazität, jedes Mal repetieren. Airsoft kann am Anfang sehr überwältigend sein. Feldregeln, Spielregeln, Ausrüstung, allgemeine Handhabung. Allein Gegner im Wald zu entdecken und schnell ins Zielfernrohr zu bekommen, ist sehr schwer. Beschlag in der Brille und am Zielfernrohr. Man denkt, mit einer Sniper hat man einen großen Reichweitenvorteil. So groß ist aber gar nicht. Bei über 0,5 Joule trifft man mit einer Sniper auf 80 Meter, wenn sie getuned ist. Ich habe aber auch schon Sniper aus der Box geschossen, die haben nicht mal auf 50 Meter getroffen. Hier haben wir eine weitere Besonderheit. Die Sniper ist ab 14, das heißt 0,5 Joule. Mit einem herkömmlichen Sturmgewehr trefft ihr auf 35 Meter. Wenn es ein bisschen besser ist, dann trefft ihr auch auf 40. Mit dieser Sniper trefft ihr auf 46 Meter. Das ist kein großer Reichweitenvorteil. Der einfache Airsoft-Einstieg geht mit einem Sturmgewehr, wie zum Beispiel der Delta Armory CQBR, CQBR oder der Speckner Arms F03. Beide natürlich nur mit ETU und MOSFET. So, das war mein Wort zu Sniper im Allgemeinen. Für alle, die bis jetzt noch nicht weggeklickt haben, hier der Rest des Reviews. Natürlich gibt es neben den erwähnten Nachteilen auch Vorteile. Man muss keinen Akku kaufen, Ersatzakku, Ladegerät und die ganze Laderei, die fällt auch weg. Pro Akku sind es 20 Euro, 20, 20 und Ladegerät auch nochmal 20. Das sind 60 Euro. Es gibt keine Elektronik, die kaputt gehen kann. Es gibt auch keine Gears, die abbrechen können oder sich verhaken können. Das Ganze ist sehr robust. Plus, es ist ja eigentlich für 3 Joule ausgelegt. Wir haben nur 0,5 Joule. Das macht das Ganze noch langwertiger. Langwertiger? Langlebiger. Man verbraucht wesentlich weniger BBs, kleine Magazine, und man muss jedes Mal repetieren. Weniger BBs, auch günstiger. Ich hatte ja gesagt, ihr habt keinen großen Reichweitenvorteil, aber der Reichweitenvorteil ist trotzdem da. Sehr oft, wenn man draußen im Wald spielt, dann sieht man, wie weit die Gegner schießen können. Oft hat man so einen Stellungskampf, die Gegner sind da irgendwo auf 60 Meter und man tastet sich so langsam ab. Man sieht auch, wo die BBs vor den Füßen runterkommen. Das heißt, man kann bis dorthin gehen und man weiß, dass man dort nicht getroffen wird. Aber man selbst kann die Gegner treffen, weil man hat ja diesen kleinen Reichweitenvorteil. Die BTG Kompakt Sniper hat 4 Highlights. Das erste Highlight ist das TDC. TDC steht für Top Dead Center. Das sehen wir hier. Herkömmliche Sniper in diesem Design, wie zum Beispiel VSR 10 oder Well MB oder Snowwolf, die haben einen Schieberegler. Wir haben den Schieber, der sieht so aus, und wir haben diesen Arm, der sieht so aus. Beide aus Plastik. Arm und Schieber sitzen in der Hop-Up-Kammer. Hop-Up kennt ihr, das gibt der BB einen Rückwärtsdrall für mehr Präzision und mehr Reichweite. Wenn man sich diesen Schieber in den herkömmlichen Sniper anschaut, dann sieht man, der ist aus Plastik und dieser Arm, der ist ziemlich dünn. Bedeutet, der Arm, der hat ein bisschen Spiel, der Schieber, der ist aus Plastik, das hier ist ziemlich dünn. Das heißt, irgendwann neigt sich das nach oben. Bedeutet als Resultat, der Arm, der wird einseitig runtergedrückt. Und das Resultat daraus ist, die BBs fliegen in eine Richtung. Nicht nach vorne, sondern nach links oder nach rechts. Ich habe schon viele Sniper getestet und bei den meisten ist es direkt aus der Box so, dass sie einseitig fliegen. Bei anderen dauert es ein bisschen länger, da muss man ein paar Magazine durchschießen, vielleicht ein oder zwei Spieltage, und irgendwann fängt es auch da an, in eine Richtung zu fliegen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum TDC, Top Dead Center. Das hier ist eine Schraube, die kann man hier rein und raus drehen. Bei dem Top Dead Center sieht es wie folgt aus. Wir haben den Lauf und auch das Hop-Up Bucking oder Hop-Up Gummi. Und auf diesem Bucking, da sitzt ein Nub. Dieses Nub wird richtig festgehalten und kann auch nur nach oben oder nach unten. Da ist kein Spiel seitlich. Und dieses Snap wird von einer Schraube ganz gerade von oben runtergedrückt. Das Resultat? Die Sniper schießt gerade. Ein weiteres Highlight ist das Hop-Up Bucking. Wir haben hier ein Upgrade Bucking drin. Bedeutet, bei herkömmlichen Buckings, da ist nur so ein kleiner Strich, der die BB berührt und ihr den Rückwärtsdrall gibt. Hier haben wir eine größere Fläche. Das gesamte Fenster vom Innenlauf wird von dieser Fläche ausgefüllt. Bedeutet, mehr Kontaktfläche. Bedeutet, wir brauchen weniger Druck, um der BB einen Rückwärtsdrall zu geben. Resultat? Mehr Präzision und mehr Reichweite. Ich habe mal versucht, eine 0,5 Joule Sniper zu finden, die auf 45 Meter trifft. Nicht möglich. Entweder keine Reichweite, schießt zum Beispiel nur 20 Meter, oder keine Präzision. Die Schüsse gehen nach links, dann wieder nach rechts, oder die ganze Zeit nur nach links, oder die ganze Zeit nur nach rechts. Bei über 0,5 Joule Sniper, die gerade schießen, kenne ich die Novridge, die Steyr Scout
und die Maple Leaf. Bei unter 0,5 Joule kenne ich nur die BTG Compact Sniper. Wenn ihr eine andere findet, sagt mir gerne Bescheid. Ein weiteres Highlight ist das Short Stroke, bedeutet, man muss hier nicht so weit zurückziehen wie bei anderen Snipern. Der Weg hier ist um 4,5 cm verkürzt, bedeutet, man kann schneller repetieren. Und wer schon mal einen 3 Joule Sniper repetiert hat, der weiß, da braucht man einiges an Kraft. Hier bei 0,5 Joule ist es natürlich easy going und alles sehr geschmeidig und einfach. Aber schauen wir uns die Airsoft mal von vorne nach hinten an. Hier vorne haben wir einen Tipp, der ist aus Metall, der Außenlauf ist auch aus Metall. Und der Tipp, der hat außen kein Gewinde, aber der hat innen ein Gewinde. Bedeutet, man kann das, ne, man kann das abdrehen und den Tipp ersetzen durch einen Tipp mit einem Gewinde hier, um einen Charlie oder Tracer dran zu befestigen. Hier im Inneren vom Außenlauf ist der Innenlauf. Der Innenlauf ist 305 mm lang und er wird zentriert einmal hier vorne durch den Tipp. Hier vorne wird er gehalten und mittig nochmal durch einen Zentrierring. Wir haben eine Slinghalterung hier und eine Slinghalterung hier. Hier unten haben wir eine Schiene. Es handelt sich um eine Picatinny Rail. Da könnt ihr zum Beispiel ein Zweibein dran befestigen. Aber Zweibein macht es nicht. Ist nur unnötiges Gewicht. Am besten auf einem Baum ablegen oder gegen einen Baum anlehnen. Als nächstes haben wir hier die Einstellschraube für das Hop-Up, das TDC. Im Uhrzeigersinn dreht ihr mehr Hop rein, gegen den Uhrzeigersinn weniger Hop. Kleiner Tipp zum Einstellen, dreht es bis Anschlag, natürlich ohne Gewalt, dreht es einfach bis zum Anschlag und dann dreht es nochmal eine komplette Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Von da aus könnt ihr dann arbeiten, entweder macht ihr ein bisschen mehr rein oder ein bisschen weniger. Schaut euch am besten nach jedem Schuss die Flugbahn an. Hier unten kommt das Magazin rein, hier haben wir den Magazinauswurf, wir testen das Ganze mal. Magazin rein, Magazin raus, Magazin rein, Magazin raus, funktioniert wunderbar. Es ist ein Magazin dabei, das Magazin ist aus Kunststoff und hier passen insgesamt 30 BBs rein. Mein Tipp, 30 BBs sind nicht sehr viel. Am besten immer einen Speedloader dabei haben und geht auf einen Spieltag mit mindestens 4 Magazinen, am besten 6. Ansonsten müsst ihr das eine Magazin, was ihr dabei habt, ständig mit einem Speedloader auffüllen. Der restliche Body, der ist aus Kunststoff, aber keine Angst, hier ist keinerlei Knarzen, hier könnt ihr drücken, da ist nichts einzudrücken. Hier oben haben wir eine Schiene für ein Zielfernrohr. Ich persönlich würde es gar nicht mit dem Zielfernrohr spielen. Wir reden hier von 0,5 Joule und meistens habt ihr die Gegner auf 30 bis 40 Meter. Ich würde es mit einem ganz normalen Leuchtpunktvisier spielen. Mit einem Leuchtpunktvisier sieht das Ganze so aus. Das spart einmal Gewicht, ist wesentlich leichter und ihr bekommt das Ziel, euren Gegner im Wald, wesentlich einfacher ins Auge. Mit einer Vergrößerung, bei einem Zielfernrohr habt ihr zum Beispiel eine Vergrößerung von 3 bis 9-fach. Und da, wenn ihr dann durchguckt, da kann es sein, dass ihr nur Blätter und Äste seht. Hier habt ihr den Gegner direkt im Auge. Der Abzugsschutz, der ist aus Kunststoff, aber der Abzug und die restliche Abzugseinheit, die sind aus Metall. Dann haben wir hier noch die Sicherung. Nach vorne heißt schießen, nach hinten ist sicher. Falls ihr mal repetiert und dann schießen wollt und nichts geht, dann kann es sein, dass ihr beim Repetieren aus Versehen die Sicherung nach hinten gemacht habt. Checkt das erstmal, bevor ihr Panik kriegt. Einfach nach vorne machen und Schuss. Und denkt auch immer dran, den Stängel auch wieder runter zu machen, weil wenn der oben bleibt, dann geht nichts. Macht den runter, Schuss. Dann schauen wir noch hier hinten. Hier hinten sind wir gut gummiert. Das fühlt sich gut an und gibt uns Grip.
Fazit zu BTG Compact Sniper. Ihr habt aus der Box direkt ein TDC. Ihr habt aus der Box direkt ein Upgrade Bucking. Sie schießt gerade, was man von 90% der Sniper aus der Box nicht sagen kann. Und sie hat mehr Reichweite und Präzision als jeder andere 05er Sniper, die ich bisher in der Hand hatte. Falls ihr eine andere findet, sagt mir gerne Bescheid. Mein Tipp trotzdem, holt euch am Anfang ein Sturmgewehr, wie zum Beispiel die Delta Armory CQBR oder die MK18 oder hier die Speckner Arms F03, beide mit ETU und MOSFET. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr an eurem ersten Spieltag Spaß habt, ist mit einem Sturmgewehr höher. Wenn ihr aber trotzdem nach all dem, was ich euch gesagt habe, Sniper spielen wollt, dann spielt Sniper. Dann schaut euch mal die BTG Compact Sniper an. Die könnte euch interessieren. Das war's mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch. Da schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr ein Gameplay damit sehen wollt. Und ich guck mal, ob ich damit zocken gehe. Ich gehe jetzt auf Dosen schießen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.